Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich wollte das doch mal ausprobieren und ich bin nicht alleine. Nein, es ist jemand dabei, der Ephanir. Zeig dich! Hallo! Der Kleine. Ich bin Ephanir. Bist du meine Mama? Ja. Hallo. Komm an meine Brust. Oh. Er ist genau die richtige Höhe. Genau, ja, ich bin auch mit dabei. Ja, genau, der Ära ist es nämlich. Hab mich mit eingeschlichen. Yay. Yay, und wir wollen eine Runde Spaß haben, spielen. Ja, Spaß. Ich habe das ja nur mal in der Beta gespielt und war da ein bisschen überfordert von allem. Und hoffe jetzt, den weisen Ära an meiner Seite zu haben und jetzt einfach, weil der ist da, immer wenn ich im Steam bin, ist immer im Steam-fremden Spiel The Elder Scrolls Online. Genau, ich bin so ein kleiner Suchti, also wenn du Fragen hast, dann frag mich. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Jo. Jetzt kommt die erste, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt erstmal mit der guten Lyris Titankind hier reden, weil wir sind nämlich in einem Gefängnis gelandet. Wir sind aufgewacht und wissen nicht warum. Uns ist der Prophet erschienen. Das konnten wir jetzt gerade nicht aufnehmen oder haben es nicht aufgenommen, weil wir uns erstmal finden wollten. Ja, ist uns der Prophet erschienen und der hat gesagt, wir sollen ihn in dem Gefängnis, wo wir hier sind, finden. Und die gute Lyris haben wir unterwegs getroffen und die hilft uns dabei. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mit ihr. Genau, da wo war gerade, schläft unter der Brücke, ist sie gerade vorbeigelaufen. Hast du den gesehen? Nee. Ein sehr kreativer Name. Ja, schläft unter der Brücke. Okay, dann reden wir mal mit Lyris Titanenkind. Kommt, okay. Die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Aber was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Aber wie können wir denn einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Toll. Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Okay, los geht's. Okay, also haben wir jetzt beide sozusagen unabhängig voneinander dieses Gespräch gehört. Okay, weil wie gesagt, ich habe auch noch nicht zusammen mit jemandem gespielt. Ja, das heißt wie, du hast es unabhängig gehört? Also ich habe ja das schneller durchgeklickt, war schon schneller fertig, weil ich nebenbei noch mitgelesen habe und so. Ja. Bei dir ging der Text aber noch weiter und alles, war das Gespräch? Ja, genau. Okay, nicht, dass ich dann das Gespräch abbreche zwischendurch. Ach so, nein. Okay. Keine Sorge. Muss man erstmal rausfinden. Richtig. Ach, ich dachte, die kommt mit? Ach, die kommt auch mit. Genau, die folgt uns jetzt. Und jetzt gucken wir auf die Karte, entweder oben, diese weißen Türen mit den Pfeilen, wo wir hin müssen, oder drücken M und gucken da, wo wir hin können. Ach so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem nächst gelegenen Punkt. Ja. Genau. Wo ist denn meine Action-Bar? Also mit meinen Spells? Weg. Meine auch. Also sie erscheint, das kann man glaube ich einstellen, sie erscheint auf jeden Fall im Kampf. Okay. Wenn wir jetzt gleich mal einen treffen. Ansonsten kann man das glaube ich einstellen. Ich weiß auch nicht mehr. Beim anderen Char wird es immer angezeigt. Wir laufen erstmal, das finden wir schon noch raus. Folge mir, Mutti. Ja, okay, Kind. Geh vor, mein Kleiner. Wir spielen. Aber pass auf dich auf. Da ist ein Auge. Genau. Der Pfeil sagt, mal anklicken. Ach so. Ah, da müssen wir gar nicht kämpfen. Das ist nur eine Interaktion. Eigentlich sind der Gegner, aber die anderen Spieler haben die schon platt gemacht. Hier ist eine Truhe. Mit einer Eisenstreitaxt. Egal, nehme ich mit. Du hast ein Krönchen auf dem Kopf, das ist voll süß. Ich? Ja. Was? Wahrscheinlich, weil du der Gruppenmaster bist. Ach so, vom Zeichen her, okay. Ja. Ich dachte jetzt, wo siehst du ein Krönchen? Besoffen was? Ah, hier siehst du einmal schon den ersten Kumpel. Aber ich hatte immer noch keine Aktionsleiste. Muss ich jetzt mal schauen in die Einstellung. Bei mir ist jetzt da. Jetzt ist sie wieder weg. Ach, ich habe noch gar keine Fähigkeit. Ach so. Vielleicht liegt es daran. Ich entschuldige übrigens die Frame-Einbrüche. Ich kriege es nicht hin, dass es sehr flüssig läuft. Vielleicht, wenn wir aus einem Gebiet rauskommen, wo es nicht mehr schneit. Mhm. Vielleicht ist es dann besser. Sonst, wenn sich das nicht bessert, dann verklage ich die. Genau. Also ich habe jetzt auf die Schnelle auch nichts in den Einstellungen gesehen. Dann müssen wir später mal in Ruhe gucken. Okay. Ist ja schon mal gut, wenn sie wenigstens im Kampf erscheint. Ja.
Da ist noch hier diese Helme. Ach, du hast wahrscheinlich gar keine Lebensanzeigen über den Leuten, oder? Ja, doch. Hast du eine hellgrüne? Ja, eine hellgrüne und eine rote. Okay, okay. Dann ist es jetzt schon automatisch eingestellt. Also die hellgrünen sind immer andere Spieler und die roten Feinde. Und NPCs haben gar keine. Ach so. So, wir müssen jetzt gegenüber dahin. Das ist ein böser. Ah, ich höre dich schon klicken. Wie wild. Ich krieg das Mikrofon noch nicht so eingestellt, dass man das nicht hört. Aber dafür ist die Mikroqualität bei dir ja überragend, ja, genau. Er ist schon älter, aber es hat ein gutes Mikro ein. Ja. Muss man so sagen. Ja. Die Zelle des Propheten. Lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Warum nicht? Okay. So mit dir reden. Genau. Verdammt. Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll denn ein Verrückter uns irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Na, lasst uns diesen Catwell suchen. So, ich hab's rausgefunden, wie du dir das immer anzeigen lassen kannst. Also Escape-Einstellung. Ja. Oberfläche. Ja. Und dann ganz oben gleich Schnellleiste immer anzeigen. Ah, okay. Dann hast du das immer. Wunderbar. Ah ja, wunderbar. Dann gehen wir mal Catwell den Verrückten suchen. Genau. Der ist da super, weiß ich, glaube ich, noch, wo er ist. Wenn die nicht seit der Beta umgelegt wurden. Nee, da steht er. Du bist ein Gedächtnisprofi. Eines schönen Tages mit der lustig. Nacht kämpften zwei tote Könige. Ach, die Stimme kenne ich. Ich sag ja, also die Stimmensynchronisation ist echt gut hier. Ja, nicht wie bei Captain Morgan. Ja. Na, dann rede ich mal mit Catwell. Hallo, hallo. Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Klause des Propheten zu gelangen, aber die Tür ist verschlossen. Oh je, nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was, ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Geil. Fallen, Leichen und fiese Viecher. Wie kommen wir denn da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädelspalten zu müssen. Okay, Schädelspalten, das können wir. Wo ist denn der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Mach ich, danke. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Ja, mach ich, leb wohl. Die anderen Gesprächsoptionen nehme ich mal nicht mit, damit der Error hier nicht die ganze Zeit sich zu Tode langweilt. Ich lese das mir auch durch. Also je nachdem, wie du Lust hast. Achso, ja, also die Quest-Dings, da würde ich schon mir anhören lassen, aber... Das dauert dann auch ewig wahrscheinlich. Genau, diese Zusatzinfo da muss ja nicht sein. Genau. Ich kann es dir auch nicht erzählen, weil ich es vergessen habe. Es ist so viel Geschichte hier, dass du es echt vergisst. Weißt du? Okay, am Ende des Flusses irgendwas, hat er gesagt. Genau. Mal auf die Karte gucken. Ach, da hinten. Also hier rechts lang. Muss ich da drauf zielen, ja, wenn ich zaubere? Genau. Und wer lange gedrückt hat mit links, und wow, du machst ja ordentlich Schaden. Explosion. Aua. Beide drin gestanden. Ja, und am besten am Anfang alles looten, was du in die Hände kriegen kannst. Ja. Okay. Damit du Gold kriegst, weil hier brauchst du extrem viel Gold.
Schon wieder. Also mit dem Laufen habe ich auch manchmal in den Innis so später diese großen, du musst ja so viel laufen. Ja. Das ist extrem. Und das muss man sich dran gewöhnen erstmal. Okay. Bei WoW kannst du ja, da hast du immer so ein bisschen Zeit noch. Aber hier ist es ein bisschen schneller. Ja. Ohne Truhe. Oh, ein Ladebildschirm. Ach, da sind wir. In der Truhe ist für mich auch noch was drin? Weiß ich nicht. Bratfett. Hast du noch was drin, okay. Ja, das kannst du für Kochen gebrauchen. Ach so, ja. Ich bin auch die Mutti, ich muss dir ja was kochen, damit du noch groß und stark wirst. Oh ja, lecker. Ja genau, dann kannst du dir schon mal überlegen, was du so für Berufe machst. Liegt wahrscheinlich dein Schneider und sowas nah. Ja. Ach, ich kann Schneider schleichen. Kann... Okay. Genau, mit Steuerung. So, hier haben wir ein paar Fallen. Da stand gerade entschärfen. Ja? Ja, jetzt aber nicht. Ach, im Schleichen, im Schleichmodus, wenn du Steuerung drückst. Kann jeder entschärfen? Scheint so. Ich bin einfach mal rübergesprungen oder reingerannt. Okay. Jetzt ist es entschärft. Und hier in den Ohren und so findet man dann irgendwann Rezepte und sowas. Fürs Kochen. Du musst halt alle Rezepte finden. Nicht irgendwie lernen bei einem Lehrer oder so. Sondern. Ach so. Du musst die finden. Gut, dann gehen wir mal hier dahin, wo wir hin sollen. Das ist eine gute Idee. Da ist jemand anders. Ah, was? Ich dachte, wir spielen ja alleine. Wieder eine Truhe? Aua, jetzt bin ich voll in die Falle gerannt. Okay. Aber es macht nicht so viel, von daher. Ich finde ja ganz viele Dietriche. Die brauchst du, genau. Es gibt hier auch richtige Truhen. Die kommen dann später erst, wenn wir hier raus sind aus diesem Loch. Okay. Die musst du mit Dietrich immer knacken. Die Leute, die Elder Scrolls-Reihe gespielt haben, wissen das wahrscheinlich schon. Ach so, mit Schiff kannst du sprinten, hast du rausgefunden. Ah ja, genau. Was. Stimmt, ich wieder vergessen. Okay. Leer. Also man könnte jetzt richtig jeden Raum ablaufen. Hier gibt es extrem viele geheime Verstecke für Truhen und so. Okay. Aber es ist halt zeitintensiv, ja, muss man halt überlegen. Ja, glaube ich nicht das Wahre dann für ein Let's Play. Nee. Dünne Brühe, lecker. Geil. Wir müssen hier hoch, ne? Ja. Dann klettern wir mal. Krieg voll die Komplexe, weil ich so klein bin. Hätte ich das gewusst. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ah, das bist gar nicht du. Wo bist du denn? Wo bist also, du? Da bist. Ach, da. Hä? Komm, ja, du bist unsichtbar. Ja, du auch. Ich glaube, es gibt bestimmte Questreihen oder Quests, wo du nur alleine spielen kannst. Obwohl du in einer Gruppe bist. Okay. Als Herausforderung musst du die alleine spielen. Da gibt es ein paar richtig knackige, also ich hab schon manchmal geweint. Oh, schön, das freut mich ja sehr. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine, wo wir uns nicht sehen. Ja, scheinbar. Aber wir können ja trotzdem dasselbe machen. Ja, dann rede ich. Es geht ja nur darum, was du da machst. Ja, genau. Ich bin unwichtig. Nein. Ich rede mit Lyris. Hör auf zu grunzen. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Was meint ihr? Wo wollt ihr hin? Ich hätte das wahrscheinlich schon vorher erwähnen sollen, aber es schien mir nie der passende Moment zu sein. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Okay. Na, ich würde sagen, tut, was getan werden muss, Lyris, wa? Lyris. Wir können das jetzt zwar noch nicht verstehen, aber der Prophet hat euch nicht ohne Grund ausgewählt. Ihr seid wichtig. Und alles und jeder, den wir je geliebt haben, ist in Gefahr. Oh nein. Bringt den Propheten in Sicherheit. Ich finde meinen eigenen Weg zurück, wenn ich kann. Ich werde für seine Sicherheit sorgen. Es gibt magische Schlösser zu beiden Seiten des Käfigs. Ihr müsst beide deaktivieren, damit wir den Austausch vornehmen können. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Ich verstehe. Viel Glück. Ach so, die muss ja den Platz wechseln. So, nördliches Schloss und südliches Schloss. Genau, ich folge mal deinem Pfeil oder du folgst meinem Pfeil. Ja, was denn nun? Hauptsache, wir machen die Schlösser hier kaputt. Dädrisches Schloss. Genau. Okay. Und dann das andere noch. Und der Prophet ist jetzt da drin. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, scheint so, ja. Werden wir gleich sehen. Der wird auf jeden Fall erscheinen. Okay. So. Ich opfere mich
damit der Prophet frei sein kann. Yay. Opfer dich. Du Opfer, ey. Du Opfer, Junge. Oh, die Arme. Hallo, Prophet. Guten Tag. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelte. Wie, Entseelte? Wieso nennst du mit deiner Mutter eine Entseelte, ey? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Scheiß, aber ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Eine Seelenlose. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nannte Lyris denn euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Sind wir auf dem Schiff, oder was? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung, dann bleibt dicht bei mir. So sieht's aus. Betretet den Ankerplatz. Der ist... So, auf die Map gucken. Okay, einmal drüben. Ah, okay. Google Installer? Okay. Was? Ging auf einmal Google Installer an und sagte, funktioniert nicht mehr. Okay. Danke für die Info. Ja. Das war sehr random jetzt. Sind wir richtig? Ja. Hab ich gerade auch nochmal nachgeguckt. Okay, dann müssen wir also mit so einem Anker jetzt in die Welt zurückkommen, aus Kalthafen entfliehen. Okay. Wir sind also ein Gefäß, ein leeres Gefäß. Genau. Wie eine Seele. Hülle in Dark Souls. Genau, also wie im Real Life auch eine leere Hülle. Ja, genau. Lecker Maisbrei. Mm. Oh. Noch mehr dünne Brühe. Klingt irgendwie ekelhaft. Hab ich heute Morgen, na egal. Als Morgenstuhl gehabt, wollte ich sagen. Ih, aua, ich werd beschossen. Ey, was soll das? Und ich bin alleine. Ja, wahrscheinlich die Hauptstory und so muss man alleine machen. Ich weiß nicht, wie gesagt, das Mal, dass ich irgendwie zusammenspiele. Das ist Molag Bal. Ah, ich bin gleich tot. Hilfe. Ah, ich werde geheilt. Ach, das ist ja nett. Pass auf, jetzt kommt's dicke. Bei mir, ich hab immer noch so. Jetzt ist der Pyromant tot. Was? What the fuck? Ich bin das Gesicht des Schmerzes. Immer schön ausweichen und blocken, wenn er dann irgendwelche fiesen Fähigkeiten macht. Okay. Ihr werdet Äonen des Leids erfahren. Ich werde euch beschützen. Kind der Knochen. Ich kann auch bewegen während des Zauberns. Ja. Ah. Sollte ich vielleicht sagen. Ja. Du kannst nur nicht richtig sprinten, aber du kannst laufen dabei. Okay. Au. Oh, das ist ja schon was anderes als WoW, muss ich ja sagen. Vom Laufen und vom ja. Kampf? Ja. Ja. Das stimmt. Ah, da gewinnst du dich recht schnell, ne? Heil mich, Prophet! Was sieht doch noch gut aus mit deinem Leben? Ja, nicht so wie bei dir. Na, ich bin fertig. Achso. Hallo, Zauber. Das war ungewohnt. Ich spiele eigentlich auch immer nur Fernkampfklassen. Okay. Nahkampf ist nicht so meins. Aber vielleicht wird das ja noch was. Ach, der Stab, der feuert auch. Ich muss gar nicht an ihm dran stehen. Ach so. Nee, also du kannst mit linke Maustaste einen einfachen Angriff von der Ferne machen, je nachdem, was du für einen Stab hast. Flamme, Blitz ja. Oder was es so gibt. Umso länger du drückst, umso stärker wird der Angriff. Und dann halt deine Fähigkeiten auch aus der Ferne. Okay. Ich weiß ja nicht, welche du genommen hast. Ich habe diese Kristallscherbe. Ja, das ist...
Ja, die ist gut. Die macht richtig viel Schaden. Später dann. Später dann. Jetzt noch nicht so. Na doch, schon. Ja, doch. Also relativ. Mage ist OP, also Mage macht richtig viel Schaden. Okay, das ist gut. Ha, er ist tot. Sehr gut. Kind der Knochen. Mein Eisengroßschwert. Kind der Knochen am Arsch. Frisst Staub. Sprech mit dem Propheten nach der Seier. Guten Tag. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Was ist Nirn und was ist eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Okay, ich bin bereit. Berührt die Himmelsscherbe? Ich bin bereit. Aber ich nicht. Ah nee, das war was anderes. Wo war denn das? Hearthstone. Der Ogre-Magier. Ah, okay. Ich bin bereit, aber ich nicht. Oh, ich glaube, diese Sprachausgabe gab es schon in Warcraft 2, glaube ich. Echt? Weil du den Ogre mit den zwei Köpfen hattest. Der eine Ogre immer sagt, ich bin bereit. Und der andere, aber ich nicht. Ja, cool. Ich glaube schon, ja. Drachengott der Zeit. Deine Kinder sind verloren im Nebel zwischen den Welten. Sie flehen um Gnade. Erhöre meine Stimme, Akatosh. Ich brauche deine Stärke. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Verweigert euch dem Willen Molag Bals. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Molag Bal ist so der Überbösewicht, oder was? Ja, der Herr der Intrigen, der hat unsere Seele auf dem Gewissen und deswegen sind wir hier gelandet, wegen ihm. Ah, okay. Aber das kommt später alles noch. Warum? Das alles noch erklärt, okay. Genau. Ich würde sagen, bevor ich jetzt nach Tamriel fliehe, beende ich kurz die Folge und wir sind in der nächsten Folge wieder für euch da und ich hoffe, es macht euch Spaß und ich hoffe, ihr entschuldigt die Ruckler. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das raushaue, weil das manchmal doch sehr ruckelt. Ich überleg's mir nochmal. Aber es macht mir gerade Spaß. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen, lieber Erra. Genau. Genau. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und tschüsschen. Macht's gut. Ciao.